Hallo Flusi-Gemeinde. Wir begrüßen euch recht herzlich zum ersten Teil der Reihe iPCharts anwenden. Heute soll es um das Thema Pre-Flight und Bodenoperationen gehen. Wir werden damit anfangen, uns anhand der Aircraft Parking Docking Chart einen passenden Stellplatz für unsere Maschine zu suchen. Danach lauschen wir der ATIS, holen uns unsere IFR-Freigabe ein und werden die so gewonnenen Informationen für unsere Abflugvorbereitung nutzen. Nachdem wir zu guter Letzt unsere Rollfreigabe erhalten haben, rollen wir bis zu unserer Startbahn. Dieser Teil endet dann mit dem Erhalt der Startfreigabe. Bevor wir starten können, schauen wir uns erst einmal an, an welchem Gate wir überhaupt beginnen wollen bzw. können. Da es bei IVAO lautet, as real as it gets, wollen wir uns an der Realität orientieren und schauen nach, welches Terminal für die TUI Fly in Richtung Mallorca zuständig ist. Dazu schauen wir auf der Homepage der deutschen IVAO-Division nach. Unter dem Reiter FIRs wählen wir Langen EDGG aus, da sich Düsseldorf innerhalb des Sektors von Langen Radar befindet. Im Reiter Flughäfen wählen wir dann Düsseldorf EDDL aus und suchen dort den Link SID-Liste. Dort enthalten ist nämlich auch die Terminal-Belegung. Da wir weder unter Lufthansa-Flagge fliegen, noch den Raum des Schengener Abkommens verlassen, bleibt für uns nur noch das Terminal Bravo übrig. Nun gilt es herauszufinden, auf welcher Parkposition wir uns am Terminal Bravo niederlassen wollen. Wie bereits bei iPCharts Verstehen Teil 1 erwähnt, sehen wir verschieden große Flugzeugsymbole an den Parkpositionen. Nun klären wir genauer, wie groß der Flieger für die einzelnen Positionen sein darf. Natürlich gelten diese Angaben nur für die Verwendung im Flusi. Abweichung zu den Regelungen in der Realität nicht ausgeschlossen. Die kleinen Parkpositionen sind für Flugzeuge mit einer Flügelspannweite von 16 bis 25 Meter, die mittleren von 24 bis 35 Meter und die großen für 32 bis 45 Meter. Die Cargo-Positionen gehen sogar bis zu 50 Meter. Um herauszufinden, welche Flügelspannweite euer Flieger hat, sollte ein Blick in die Beschreibung des Flugzeuges im FSX-Flugzeugauswahlfenster genügen. Findet ihr dort nichts, dann schaut in den Dokumentationen des Fliegers nach oder aber googelt danach. Die B737-800, die wir für dieses Tutorial benutzen, hat eine Spannweite von fast 34,5 Meter. Da die kleinen Gates also zu klein sind, stellen wir uns an eine mittelgroße Gate. Wir wollen schließlich den dicken Brummern nicht die Parkplätze klauen. Daher wähle ich die Position Bravo 02. Es versteht sich von selbst, dass wenn ihr online fliegen wollt, natürlich vor dem Einloggen nachschaut, ob diese Position bereits besetzt ist. Dazu verwendet ihr zum Beispiel die Internetseite von IVAOs WebEye. Nun, nachdem wir erfolgreich auf unserer Parkposition Platz genommen haben, beginnen wir mit den Checklisten fürs Electrical Power-Up und dem Pre-Flight. Zumindest würden wir das tun, wenn ich das jetzt nicht schon einmal vorbereitet hätte, damit wir nicht allzu viel Zeit benötigen. Aber was ich ansprechen möchte, ist das IRS Alignment. Dazu müssen wir erst einmal in unser Overhead hineingehen und unsere beiden IRS-Knöpfe auf NAV drehen. Sobald wir das getan haben, wird uns unser FMC darum bitten, unsere aktuellen Koordinaten einzugeben. Und zwar hier auf dieser Position Initial Page. Wenn wir nicht die vorgefertigte Variante hier oben benutzen wollen, dann haben wir auch noch die Möglichkeit, in unsere Bodenrollkarte hineinzuschauen. Genauer in die INS Reference Points Tabelle. Dort müssen wir einfach nur unseren aktuellen Stellplatz, also Bravo 02, heraussuchen und die daneben stehenden Koordinaten entweder uns merken oder notieren. Dann klicken wir hier unten hinein, um die Tastatureingabe zu aktivieren, löschen die Nachricht, die dort drin steht, und geben unsere Koordinaten ein. Natürlich ohne Gradzeichen, aber dafür mit Komma. Leider dauert das bei mir ein wenig länger, da mein Computer nicht der allerstärkste ist und mit dem Flugsimulator schon ganz gut eigentlich beschäftigt ist und jetzt auch noch die Videosoftware mit dazu kommt.
Das mag der Computer leider gar nicht, deswegen dauert das immer, bis das ein bisschen kommt. Also, wenn wir das dann hier bestätigt haben auf diesem Knopf, ist das Alignment durchgeführt. Und wir sehen, wie unsere Anzeigen dann langsam mit Inhalt gefüllt werden. Nun wären wir soweit, dass wir die Artis abhören können. Dazu gehen wir einmal runter zu unserem Pedestal, um dort die Artis-Frequenz eindrehen zu können. Diese entnehmt ihr am besten einer der An- oder der Abflugkarten. Die Frequenz für Düsseldorf ist die 123,775. Wie ihr sehen könnt, kann man lediglich nur zwei Stellen hinter dem Komma eingeben. Das ist nicht des Weiteren wild. Dann stellt ihr einfach nur zwei Stellen hinter dem Komma ein. Den Rest erledigt dann der Flusi für euch. Dann wollen wir jetzt einmal der Artis lauschen. So, das soll dann auch reichen. Die wichtigsten Informationen, die wir benötigen, haben wir ja schließlich dann jetzt auch bekommen. Wir wissen, dass die aktiven Startbahnen die 2-3 links und die 2-3 rechts sind und können uns so schon einmal ganz gut auf die Clearance des Ground Controllers einstellen. Da unser erster Wegpunkt auf der Karte Modru ist, kommen nur die SIDs Modru 8 Tango oder Modru 8 Lima in Frage. Und wir dürfen stark davon ausgehen, die Modru 8 Tango zu bekommen, da sie zur Startbahn 2-3 links gehört und man dort am schnellsten hinrollen kann und dafür auch keine andere Bahn überqueren muss. Behaltet euch immer im Hinterkopf, dass euch der Lotse so schnell wie möglich wieder loswerden möchte, um Platz zu schaffen. Die ARNAV-SIDs brauchen wir übrigens nicht zu berücksichtigen, da sie lediglich ein Overlay der normalen SIDs sind und somit keinen eigenen Namen haben. Auch wenn ihr online AFA fliegt, dürft ihr übrigens davon ausgehen, eine SID zu bekommen, sofern euer erster Wegpunkt einer SID angehört. Jedoch kann es sein, dass ihr bei der Kontaktaufnahme mit dem Radar eine Direct-To oder einen Vektor bekommt und ihr die SID nicht voll ausfliegt. Wir wenden uns jetzt wieder der Bodenrollkarte zu und schauen uns schon einmal an, wie wir vermutlich zur Startbahn rollen werden. Das solltet ihr übrigens vor jedem Online-Flug machen, denn wenn man vorbereitet ist auf das, was einem der Ground Controller sagen könnte, versteht man ihn deutlich besser, auch bei einer schlechteren Tonqualität. So vermeidet man wunderbar Missverständnisse und mehrmaliges Nachfragen. Wenn wir uns unsere Parkposition anschauen, können wir auf jeden Fall schon einmal erkennen, dass wir unseren Pushback in südliche Richtung durchführen müssen. Soll heißen, die Nase schaut danach in Richtung Norden. Solltet ihr so wie ich AES für den Pushback benutzen, werdet ihr bemerken, dass das mit AES nichts wird. AES würde euch auf dem Taxiway Tango abstellen, und zwar entweder Facing East oder Facing West, je nachdem, welche Option ihr gewählt habt. Dies ist zwar völlig korrekt, aber bei IVAO nicht. Meistens sagt einem der Lotse sogar Facing North, denn viele Piloten bleiben noch längere Zeit nach dem Pushback stehen, um letzte Einstellungen vorzunehmen. Und da wäre man mitten auf dem Taxiway sehr störend. Im Fall von Düsseldorf ist es nicht allzu schwer, eine Vermutung über den Rollweg anzustellen, denn allzu viele Rollbahnen gibt es hier ja nicht. Wenn wir das Glück haben, auf einen erfahrenen Ground Controller zu treffen, werden wir höchstwahrscheinlich entweder über Papa 2 oder Papa 1 auf Rollbahn Mike geführt und werden dann bis zur Halteposition der Piste 2-3 links auf der Rollbahn Lima 2 oder Lima 1 zum Stehen kommen. Aber wie komme ich darauf? Die landenden Flugzeuge kommen, wie wir der Artis entnehmen konnten, über die 2-3 links oder 2-3 rechts rein. Da sie nach dem Aufsetzen ja auch erst noch bremsen müssen, werden sie die Landebahn zwischen den Rollbahnen Lima 6 und Lima 9 in Richtung Mike verlassen. Da man als ATC immer die Rollwege so kurz wie möglich halten sollte, werden sie dann also über die Rollbahnen Papa 3 bis Lima 9 auf das Vorfeld gelangen, je nachdem zu welcher Position sie rollen. Wenn wir unsererseits also über Papa 2 oder Papa 1 auf Mike rollen,
können uns lediglich die Flugzeuge in die Quere kommen, die über Tango an das Gate Alpha rollen oder in Richtung Cargo Center. Sobald wir dann auf Mike sind, können uns nur noch die Flugzeuge stören, die ebenfalls starten wollen. Dies wäre die sinnigste Art der Separierung von startenden und landenden Flugzeugen auf den Rollbahnen. Nun ja, und dass wir an der Haltelinie Lima 1 oder Lima 2 halten werden, ergibt sich dadurch, dass die ATCs bei IVAO ohne die Einwilligung der Piloten kein Intersection Takeoff anordnen sollen bzw. dürfen. So vorbereitet sollte uns der Lotse mit seiner Freigabe nicht mehr überraschen können. Um zu prüfen, ob ich recht habe und natürlich, um endlich loslegen zu können, werden wir jetzt mit der ersten Kontaktaufnahme zum Lotsen beginnen. Jedoch vorher noch einige Informationen zum Flugsprechfunkverkehr bei IVAO. Solltet ihr noch nicht genau über den Ablauf des Flugsprechfunkverkehrs Bescheid wissen, dann empfehle ich euch, bevor ihr mit eurem Online-Flug beginnt, die Nachrichten von Luftfahrer zu lesen. Danach solltet ihr dann die IFR- und VFR-Funkbeispiele im Trainingskompendium der deutschen IVAO-Division lesen. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Ihr benötigt für beides einen gültigen Web-Account von IVAO, welchen ihr nach eurer Anmeldung erhalten habt. Um zu wissen, bei welchem Lotsen ihr euch melden müsst, empfehle euch die Prozeduren des jeweiligen Flughafens anzuschauen, welche ihr ebenfalls auf der Seite der deutschen IVAO-Division finden könnt. Natürlich nur für deutsche Flughäfen. Für ausländische Flughäfen schaut ihr auf der Divisionsseite des jeweiligen Landes nach. Bevor wir nun den Kontakt zum Ground Controller aufnehmen können, müssen wir zuerst die richtige Frequenz in unserem Funkgerät einstellen. Dazu schauen wir auf eine beliebige SID-Karte von Düsseldorf und suchen dort das Frequenzfeld. Normalerweise ist für die IFR sowie auch die Startup-Freigabe Düsseldorf Delivery zuständig. Aber anhand der bei IVAO veröffentlichten Prozeduren können wir herausfinden, dass diese Position nur unter bestimmten Umständen besetzt sein darf. Da sie aber durchaus mal besetzt sein könnte, benutzen wir sie heute einfach mal. Wir notieren uns also die Frequenzen von Düsseldorf Delivery. Und da wir im Laufe unserer Bodenoperation auch noch die Frequenzen von Ground und Tower benötigen, notieren wir diese beiden Frequenzen ebenfalls. Obwohl eigentlich brauchen wir sie auch nicht zu notieren, wir können sie eigentlich auch direkt einstellen. Wir beginnen also hier bei COM 1 mit der Delivery Frequency 121.775. Na, da habe ich mich im Knopf verirrt. Setzen die dann schon mal auf Active, denn die benötigen wir ja nun mal als erstes. Auf Standby können wir dann auch schon mal gleich Ground mit 121,90 eindrehen. Und da wir bei IVAO ja auch die Möglichkeit haben, das COM2-Gerät mitzunutzen, werden wir dann auf COM2 schon mal rübergehen. Und stellen dort erst einmal schon mal die Tower-Frequenz 118,30 ein. Sollte eine Position mal nicht besetzt sein, meldet ihr euch immer bei der nächsthöheren besetzten Position. Hier ein kleines Schaubild zur Hierarchie. Schaltet auf Pause, um es euch genauer anschauen zu können. Setzen die auf Active und wählen als Standby-Frequenz die 133,775. Das ist die Frequenz von Langenrada und bei IVAO heißt die Position EDDL Approach. Die sind also dann, auf diese Frequenz müssen wir draufgehen, sobald wir eine Höhe von 2000 Fuß erreicht haben. Es kann durchaus sein, dass sich die Frequenzen bei IVAO von den realen unterscheiden. Solltet ihr im IVAP mal eine Frequenz nicht finden können, dann wählt einfach die aus, bei der der IVAC-Login-Name zu der Position, die ihr ansprechen wollt, passt. Oder schaut auf der Internetseite der deutschen IVAO-Division in den Prozeduren des Flughafens nach. Ein solcher Fall wird nämlich gleich noch aufkommen. Ja, nachdem wir das gemacht haben, können wir dann ja auch direkt mal Delivery kontaktieren, um uns unsere IFA-Freigabe einzuholen. Düsseldorf Delivery, guten Tag, TUI Jet 39er X-Ray, Gate Bravo 02, Information Echo Received, Request Startup. TUI Jet 39er X-Ray, guten Tag, Information Echo Correct, Clear to Palma de Mallorca via Motor 8 Tango Departure, Flight Plan Route,
score 5-2-1. Clear to Palma de Mallorca via Modru 8 Tango Departure Route, Flight Planned Route, Squawk 5221, TuiJet 39er X-Ray. TuiJet 39er X-Ray, read back correct, startup approved, when ready for pushback, contact ground 121.9. Startup is approved, when ready for pushback, contact ground 121.9er, tschüss, schönen Tag noch, TuiJet 39er X-Ray. Nachdem wir also nun unsere Freigabe erhalten haben, legen wir mal damit los, die Informationen, die wir bekommen haben, hier dem Flugzeug näher zu bringen. Also zuerst geben wir den erhaltenen Squawk-Code 52211 ein. Nachdem wir das dann jetzt getan haben, können wir hier oben auch gleich die Frequenz wechseln. Normalerweise würde ich auf der Frequenz draufbleiben und noch Hörbereitschaft halten, denn die Anweisung hieß ja, when ready for pushback, contact ground und nicht contact ground sofort. Aber wenn der IVAO-Lotse diese Meldung abgegeben hat, wird er dann auch gleich hinterher die Übergabe machen an ground. Und dann kann es passieren, wenn ich nicht direkt die Frequenz wechsle, dass ich dann von ground die Aufforderung erhalte, die Frequenz zu wechseln, weil er Angst hat, ich würde vielleicht nicht auf seine Frequenz freiwillig kommen. Deswegen machen wir das gleich auch mal. Und wir haben den großen Vorteil, dass somit jetzt wieder eine Frequenz frei geworden ist, die wir ja hier nicht mehr benötigen. Da können wir dann schon einmal die Frequenz von Langenrader eindrehen, die wir brauchen, sobald uns dann hinterher der Approach Controller abgibt. In unserem Fall wähle ich die Frequenz 128,550. Hier haben wir den Fall, dass sich die Frequenzen bei IVAO von denen in der Realität unterscheiden. Denn auch für die SID ist bei IVAO der Approach Controller zuständig. Erst bei Modru werden wir auf den Center-Lotsen wechseln. Jedoch werden alle mit langen Radar angesprochen. Das ist die Frequenz von EDGG NW Center, also das Northwest Center. Diese Unterschiede kommen dadurch auf, dass halt die großen Centers durchaus aufgespalten werden können in zwei kleinere Center-Positionen, falls einmal zu viel Stress herrschen sollte. Nun, da wir erfolgreich all unsere Frequenzen eingetragen haben, können wir zu unserem FMC wechseln. Hier müssen wir ja schließlich auch noch die Departure Route eintragen und unser Pre-Flight beenden. Wir wechseln also zur Seite Departure Arrival, gehen auf EDDL Departure, wählen die in der Freigabe enthaltene Runway 23 links und suchen unsere Departure Route Modru 8 Tango. Wenn wir das gemacht haben, bestätigen wir die Eingabe, damit das FMC diese übernehmen kann. Danach wechseln wir rüber in die Seite LEX, um dort zu überprüfen, ob die Route auch richtig eingetragen ist. Dafür nehmen wir unsere SID-Karte zur Hand. Der Wegpunkt DL243, den wir hier im FMC sehen können, ist übrigens der Punkt, an dem wir unsere Rechtskurve Richtung Uboro einleiten. Ganz besonderes Augenmerk sollten wir auf die Constraints legen. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass diese durchaus mal falsch in der Navigation Database des Flugzeugs hinterlegt sein können. Hier auf der Karte sehen wir, dass wir bei Modru eine Constraint haben. Diese besagt, dass wir ab Modru Flight Level 210 oder mehr fliegen müssen. Das ist hier in dem FMC auch richtig eingetragen mit dem Vermerk Flight Level 210 above. Gut, dann gehen wir in unsere Initial Reference Page. Solltet ihr Interesse daran haben, zu wissen, wie man eine SID auch ohne FMC abfliegt, so schaut bitte in der nächsten Zeit hier im Kanal vorbei. Denn wir arbeiten bereits an einem entsprechenden Tutorial. Sobald es online ist, werden wir es hier im Video verlinken.
machen dort noch unsere letzten Eingaben, die jetzt noch fehlen, wie zum Beispiel die Übernahme der V1, VR und auch V2-Geschwindigkeit. Dann in die zweite Seite, um noch das Cutback einzuschalten. Jetzt meckert er, dass er nicht in der Lage wäre, mit dem Cutback eingeschaltet 210 Knoten bei DL243 zu fliegen. Das ist aber auch nicht schlimm, denn das Constraint besagt eigentlich, dass wir bis zum Punkt 243 nicht über 210 Knoten fliegen dürfen, wegen der Rechtskurve, und nicht, dass wir dort 210 Knoten genau fliegen müssen. Deswegen wechseln wir zurück in unsere Lexpage und ändern die Geschwindigkeit manuell. Nehmen wir einfach mal 190, damit sollte er vollkommen zufrieden sein. Das Ganze natürlich wieder bestätigen, um es aktiv zu machen. Und wie wir sehen, er hat alles durchgerechnet und gibt auch keine weitere Fehlermeldung aus. Damit können wir uns sicher sein, dass er damit zufrieden ist. Zu guter Letzt nehmen wir jetzt noch einige Einstellungen am MCP vor, um auch den Autopiloten für unseren Start zu konfigurieren. Wenn wir in unsere SID-Liste reinschauen, bei Moodroo 8 Tango, sehen wir, dass unsere Initial Climb Altitude bei 5000 liegt. Dementsprechend müssen wir natürlich die Altitude vom Autopiloten auch auf 5000 Fuß einstellen. Danach folgt das Heading, da wir nach dem Start erstmal in Startbahnrichtung weiterfliegen müssen, bevor unsere Rechtskurve eingeleitet wird, drehen wir das Heading auf 233 Grad. Wir werden zwar mit LNAV und VNAV fliegen, aber falls aus irgendwelchen Gründen die LNAV-Funktion nicht anspringen möchte, können wir so direkt auf Heading Select drücken und folgen dem korrekten Heading. Sollten wir das Heading nämlich dann nicht vorher eingestellt haben, könnte es durchaus passieren, dass, wenn mal LNAV nicht funktioniert und wir drücken dann erstmal direkt auf Heading, dass er plötzlich eine Kurve anfängt zu fliegen, die wir gar nicht wollen. Nun noch unsere Geschwindigkeit, die wir einhalten wollen, bis unser Cutback beendet ist und wir wieder in die Climb-Beschleunigung reingehen. Da wählen wir 159 Knoten, also quasi V2 plus 10 Knoten. Und damit wäre auch das MCP vorbereitet für unseren Start. Nun werden wir unsere Triebwerke starten, damit wir, nachdem das erledigt ist, dann auch von Ground unsere Pushback-Freigabe einholen können. Erst nochmal ein kurzer Blick über das Overhead, ob auch alles so eingestellt ist, dass wir unsere Triebwerke problemlos starten können. Hier die Probeat ist aus, wunderbar, das passt alles. Dann wollen wir den Start-Switch für die Engine 1 auf Ground stellen. Wir können sehen, dass unser Triebwerk langsam hochfährt. Und sobald es dann komplett hochgefahren ist, werden wir dann den Generator online gehen lassen und dann auch schon die Engine 2 starten. Einen kurzen Moment dauert das allerdings noch. So, genau die Seite wollte ich haben.
Das Triebwerk ist gestartet. Der Starter ist wieder rausgegangen. Den stellen wir dann schon mal auf Continuous. Den Generator online gehen lassen. Aus irgendwelchen Gründen weigert er sich. So, jetzt macht das auch. Den auf die rechte Engine einstellen. Starter wieder auf Ground. Ein klein wenig Gas geben, damit das Triebwerk für den Start auch genügend warme Luft bekommt. Und dann können wir auch den Schub wieder rausnehmen. Ich hatte in der Zwischenzeit noch mal einige Einstellungen am Flugzeug vorgenommen. Und da ich das hier nicht in ein reines NGX-Tutorial ausufern lassen wollte, hatte ich euch davon quasi ausgeschlossen. Deswegen hier auch einmal dieser Bildsprung. Ich habe auch schon mal das Pushback-Tool vom EVAP geöffnet, welches ich für den Pushback benutzen werde. Denn, wie ich ja schon vorhin einmal erwähnte, hat das IIS ja nun mal das Problem, dass mich das immer definitiv auf den Taxiway Tango draufschickt. Nun, dann wären wir auch soweit, Kontakt mit dem Ground Controller aufzunehmen. Düsseldorf Ground, TUIjet 39er X-Ray, ready for pushback. TUIjet 39er X-Ray, pushback approved, facing north. Pushback approved, facing north, TUIjet 39er X-Ray. Nun, da wir ja dann jetzt unsere Pushback-Freigabe erhalten haben, werden wir den Pushback dann auch einmal direkt starten. Ich hoffe, dass es einigermaßen funktionieren wird, denn ich habe irgendwie in letzter Zeit öfter mal Probleme mit diesem Pushback-Tool gehabt. Immer wenn ich dann die Kurve eingeleitet habe, hat er irgendwann in der Kurve so wie jetzt plötzlich damit aufgehört. Und man muss dann ewig wieder Stopp-Pushback und sofort wieder Start-Pushback drücken und wieder die Kurve einleiten, damit man dann hier irgendwie rumkommt. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier einigermaßen in der Nähe zumindest schon mal von der Linie ankommen werden. Das wäre ja schon mal ein großer Erfolg. Naja, wenn dem nicht so sein sollte, müssen wir halt unseren Weg quasi erstmal bis zum Taxiway zusammensuchen, aber ich denke mal, so irgendwie werden wir das dann auch einigermaßen schon hinbekommen. Nun ja, wenn wir gleich dann also unseren Pushback beendet haben, werden wir dann schon mal wieder unseren Ground Controller ärgern, damit bei ihm nicht das Gefühl von Langeweile in der Zwischenzeit aufkommt und er auch mal ein bisschen was zu tun bekommt. Wenn wir dann am Rollen sind, oder beziehungsweise wenn wir dann die Rollfreigabe auch erhalten haben, werden wir uns das Ganze dann noch einmal anschauen, inwieweit ich eigentlich mit meiner Vorhersage recht gehabt hatte. Aber das wollen wir dann bequatschen, wenn wir dann auch unsere Freigabe erhalten haben. Oh, wie ich sehe, habe ich hier noch eine Kleinigkeit wohl vergessen, beziehungsweise habe ich da wohl noch irgendwas falsch gemacht. Hier die Autobremse, die hat sich disarmt, warum auch immer, das wollen wir mal neu machen, damit auch die wirklich funktioniert und wir die auch schön auf RTO haben, falls wir unseren Start abbrechen sollten. So, und dann werden wir mal den Ground Controller jetzt ärgern. Düsseldorf Ground, TUIjet 39er X-Ray, ready for taxi. TUIjet 39 X-Ray, taxi to holding point right, 23 left via power 3, Mike and Lima 2. Taxi to holding point runway 23 left via taxiways, Papa 3, Mike and Lima 2, TUIjet 39er X-Ray. Ja, dann wollen wir uns mal anschauen, wie weit mein vermuteter Rollweg eigentlich entfernt ist von der Freigabe, die wir tatsächlich erhalten haben. Ich möchte vorher dazu erwähnen, dass ich, als ich die Vorhersage erstellt habe, tatsächlich den Rollweg noch nicht kannte, da ich es Simon überlassen hatte, sich die Freigaben, die er gibt, selbst auszusuchen. Und man kann sagen, ich liege hier eigentlich gar nicht so weit davon entfernt. Ich vermutete, dass wir über Papa 2, Mike und dann Lima 1 oder Lima 2 gehen. Daraus geworden ist dann halt Papa 3, Mike und Lima 2. Also habe ich ja nur mit dem Papa 2 vollkommen daneben gelegen.
Ich bin ja auch bei meiner Vorhersage davon ausgegangen, dass hier quasi der Bär brummt in Düsseldorf. Und da wir nur ein einziges Flugzeug hier haben, ist das ja mit Papa 3 gar nicht so verkehrt. Da wird sich Simon wahrscheinlich gedacht haben, allzu viel abbiegen lassen muss ich ihn ja auch nicht. Ich schicke ihn einfach geradeaus auf Mike drauf. Auf jeden Fall kann man daran schon mal erkennen, was eine gute Vorbereitung ausmachen kann, was natürlich vor allem dann wichtig ist, wenn ich auf einem Flughafen bin, auf dem ich mich überhaupt nicht auskenne und auch auf dem ich auch vielleicht die Bezeichnungen der einzelnen Taxiways nicht so drauf habe. Contact Düsseldorf Tower at 118 Decimal 3, schönen Tag. Contact Düsseldorf Tower 118 Decimal 3, tschüss und schönen Tag noch, TUIJET 39er X-Ray. Ja, wie ich es schon gesagt hatte, jetzt müssen wir natürlich nochmal unsere Funkgeräte überprüfen. Wir sehen, auf COM 2 ist der Tower bereits active. Wenn wir jetzt also online fliegen würden, müssten wir dann jetzt schon mal auf COM 2 im EVAP wechseln. Wir werden den Tower dann auch gleich rufen, so in etwa auf der Höhe Taxiway Lima 3. Bis dahin können wir schon mal einige Einstellungen vornehmen, wie hier zum Beispiel die Strobes. Die können wir schon mal auf Strobe einstellen. Vorher waren die einfach nur auf Steady eingestellt, dass die quasi dauerhaft leuchten und nicht blitzen. Macht man zwar eigentlich erst bei der Runway Entry Procedure, aber nun gut, das sollte jetzt eigentlich nicht so stören, wenn wir die schon mal hier einschalten. Dafür haben wir die Landelichter ja freundlicherweise erstmal noch ausgelassen. Ja, ich möchte dann den kurzen Moment, wo hier mal gar nichts geschieht, dafür nutzen, mich recht herzlich bei euch für die vielen netten Kommentare zu bedanken, die ich in letzter Zeit erhalten habe. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es euch tatsächlich so gut gefällt, bin natürlich auch sehr froh darüber und werde mein Bestes geben, dass das auch so bleibt. Hier links sehen wir auch schon das Schild, was uns darauf hinweist, dass wir jetzt gleich in Höhe von Lima 3 sind. Also können wir uns dann jetzt beginnen, uns dem Tower zu melden. Düsseldorf Tower, TUIJET 39er X-Ray, schönen guten Tag. Holding Point Runway 23 Left, ready for departure. Jet 39er X-Ray, wind 240 degrees, 7 knots, runway 23 Left, clear for takeoff, schönen Tag. Cleared for takeoff, runway 23 Left. TUIJET 39er X-Ray. Tschüss, schönen Tag noch. Ja, somit hätten wir also unsere Startfreigabe erhalten. Wir schalten jetzt noch schnell die Landelichter an. Na, auf den Bar hätte ich auch vorher kommen sollen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Und ja, wir werden dann jetzt auch gleich, sobald wir dann auf der Startbahn angekommen sind, das Tutorial hier vorerst beenden. Und werden dann genau an dem Punkt weitermachen mit unserem Teil 2, wenn es dann halt um den Start, vor allem aber natürlich um die genaue Erklärung der SID-Karte geht. Ich möchte mich dann im Namen von Simon und natürlich auch in meinem Namen recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem hoffe ich natürlich, dass wir uns dann beim nächsten Teil auch wiedersehen werden. Tschüss und einen schönen Tag.